Ja, hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind wieder dabei, SimCity 5 und stehen geblieben haben wir zuletzt hier. Unsere Leute sollen hier langsam einziehen. Und ja, setzen wir es einfach mal ein bisschen schneller an hier, damit die schneller rankommen und wir dann auch ein paar Einnahmen machen. So, damit wir dann auch das Wohngebiet ein bisschen vergrößern können. Moment. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal sogar diese Straßen hier gewählt, die ein bisschen teurer sind und deswegen war auch so schnell das Geld dann alle. Solange noch keine Straßen verstopft sind, ist es nicht wirklich notwendig, so große Straßen zu bauen, denke ich. So, und hier bauen wir die Straßen natürlich direkt hier ran. Und dafür haben wir schon wieder kein Geld mehr. Ja, es sind nur noch ein paar Minuten, die können wir jetzt auch mal kurz abwarten, damit wir dann diese Straße hier fertigstellen können. Na komm. Genau. Gut, und das weisen wir jetzt endlich mal als Wohngebiet aus. Und dann können wir uns, denke ich mal, erstmal um alles andere kümmern und nicht um die Ausweisung von Industrie, Gewerbe und Wohngebieten. So. Und zack. Jetzt dürft ihr dann so langsam einziehen. Und wir wollten uns um die Müllversorgung, glaube ich, kümmern. Da hatten wir ja schon mal was gebaut. Pro Tag geleerte Mülleimer. 10, nee, 11 sind mittlerweile. Ja, darunter kann ich mir jetzt nicht viel vorstellen, deswegen schauen wir hier einfach mal rein. Müll in Verbrennung. Mülltonnen. Erzeugte Luftverschmutzung? Keine. Müllwagen 2. Okay, schauen wir mal. Die Müllkarte. Wo wird denn viel Müll produziert? Nirgends. Ah, hier in der Stadt. Ein Gemeindehaus, ja. Die Politiker halt, ne? Fabrizieren immer viel Müll. So. Und hier hinten wird auch viel Müll produziert. Ich denke mal, mit zwei Wegen sind wir da nicht ganz ausgelastet, oder? 28 von 132. Sollten wir, denke ich mal, mehr Müllwagen uns zulegen. Wie das geht, ist mir noch nicht ganz bewusst, aber werden wir rausfinden, denke ich. Kann man das hier machen? Garage für Müllwagen. Verdienen Sie zusätzlich Geld? Weiten Sie die Müllentsorgung auf Nachbarstädte aus. Erweitern Sie Ihre Müllhalde um einen weiteren Müllwagen, um das Einsammeln zu beschleunigen. Kapazität des Transportmittels 5 Tonnen. Was haben wir hier noch? Abladebereich. Weisen Sie weitere Flächen als Abladestelle aus. Die Gärten der Bewohner sollten allerdings tabu sein. Das ist richtig. Die Müllverbrennung. Verbrennen Sie den Müll, vergessen Sie dabei die Luftverschmutzung. Vergessen Sie dabei die Luftverschmutzung? Gut, vergessen wir die dabei. Alles klar. Hier haben wir den Müllwagen zusätzlichen. Ich will aber jetzt nicht jedes. Moment. Ach, wir kommen automatisch in diese Sicht. Ich wollte jetzt aber nicht hier mein Industriegebiet, was ich hier gerade gebaut habe, noch sofort wieder lahmlegen. Das ist ja nicht so optimal. Sollten wir noch eine Straße ziehen? Man ist hier echt eine ganze Weile damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass hier die Straßen entstehen. Meine Güte. Kann man hier die Straße? Nee. Schade. Das heißt für uns, kann man hier die Straße langlegen oder ist hier ein Abladebereich? Ist mir jetzt nicht so ganz klar. Kann man den hier langsetzen? Auch nicht. Ach ja. Aber irgendwie müssen wir doch die Müllwege dorthin bekommen. Das heißt, wir müssen wieder mal hier hinten das lang legen. So. Jetzt hat er dann doch wieder das Gebäude weggenommen. Ah, egal jetzt. Alle gelben Gebäude werden wohl weggenommen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen verlängern. Eine gerade Straße bitte. Eine gerade Straße. So.
Und dann setzen wir hier hinten die Straße ran, um dann neue Müllwagen bauen zu können. Denn anscheinend reichten die hier ja nicht aus. 66 pro Tag geleerte Mülleimer von 132. Wird anscheinend mehr, aber setzen hier mal noch zwei neue Müllwagen ein. So, ob das jetzt hier eine Halde ist? Ja, das ist eine Halde, gut. Das ist der Abladebereich. Beim Müll abholen. So, und wir müssen dann, denke ich mal, auch, wenn das ein relativ großer Berg wird, die Müllverbrennungsanlage bauen. So, bisher scheint noch kein Bedarf an Polizei oder Krankenhaus und so weiter zu sein. Ich hoffe mal, dass wir auch das Krankenhaus nicht benötigen werden. Warum passiert hier jetzt erstmal nichts? Haben wir jetzt nicht schon eine ganze Weile gesagt, ihr sollt einziehen, Leute. Ah, da war schon das Zeichen für die Polizei, wie ich sehe. So, gucken wir doch mal. Es heißt, so ein verrückter Karl namens Karl, wahrscheinlich ein verrückter Kerl, namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Maxis Man, wir müssen ihn zurückholen. Ja, da muss ich mal erwähnen, dass ich mit der Helden- und Schurken-Edition spiele, weil ich mir das Spiel noch ein paar Tage bevor es rausgekommen ist, vorbestellt habe. Und anscheinend wird die Polizei dabei ersetzt durch diesen Maxis Man. Sorgen Sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 2500 liegt, haben wir geschafft. Stellen Sie das Maxis Herrenhaus auf. Schicken Sie Maxis Man auf Patrouille. Ja, wo gibt's denn den Maxis Man? Ist der hier drin? Oder ist der doch einfach hier nicht genehmigt? Polizeirevier. Polizeiwache. Und hier Maxis Herrenhaus. 40.000. Naja. Dafür müssen wir dann doch noch eine Weile sparen. Was ich mich frage, warum hier die Gebiete, die ich ausgewiesen habe, noch nicht hochgezogen werden. Beziehungsweise warum das Gewerbegebiet, wovon ich ja eigentlich relativ viel habe, muss ich sagen, ja. Das ist Gewerbegebiet, das ist Gewerbegebiet. Und auch das hier sind Gewerbegebiete. Und trotzdem haben wir hier. Ist das doch eine Nachfrage, dass das keine Nachfrage besteht? Ach, leerer Balken heißt eigentlich keine Nachfrage, oder? Nachfrage Wohngebiet. Kann man hier draufklicken? Schauen wir doch einfach mal. Industriegebietskarte. Gewerbegebietskarte. Wohngebietskarte. Gibt's hier denn keine Wohngebietskarten im ersten Mal? Wo ist die Wohngebietskarte gewesen? Muss dann diese sein? Wohngebietskarte, Geldzufriedenheit für zu Hause. Aber ich glaube, in der Regionsansicht kann man irgendwie. Oder was? Ja, ich glaube, es war in der Regionsansicht. Konnte man sich. Die Arbeiterkarte, genau. Und da heißt es, Arbeitsplätze gesamt sind eine ganze Menge vorhanden. Arbeiter gesamt sind. Nicht allzu viele. Und wir haben sehr viele offene Stellen. Das heißt, wir haben zu wenig Einwohner. Das sollten wir. Wollen wir ja schon längst ändern. Ob das jetzt mal gemacht wird, ist die Frage. Also ob dieses Gebiet hier langsam auch mal gefüllt wird. Anscheinend ja. Wir fangen so langsam an. Und ich denke mal, wenn das dann erfüllt ist, geht die Nachfrage hier runter. Und wir kriegen dann auch mehr Geld. So, was hat hier eben aufgeleuchtet? Das war, glaube ich, die Müllversorgung, Müllentsorgung. So, das haben wir jetzt erstmal gesichert, dass da auch genug abgeholt wird. Das ist gut. So, und solange jetzt die Nachfrage von wegen, hier ist doch ein Krankenhaus, was sie benötigen. Ich fühle mich absolut krank. Oh ja. Dann müssen wir ein Krankenhaus errichten. Das machen wir mal relativ. Oh.
doch nicht. Ich dachte, es wären 120.000 gewesen. Aber es sind 20.000, die haben wir ja noch. Das machen wir mal hier so richtig schön zentral. Setzen wir das Krankenhaus hin. Einen Krankenwagen, Patient in Behandlung, keine Aufnahmekapazität 10. Wir stellen neue Leute ein, alles klar. Dann mach das mal schnell. Feuerwehr, gibt es noch keinen Bedarf. Wird, glaube ich, aber auch nicht mehr lange dauern, bis das kommt. Ansonsten will ich hier nochmal schauen, wie das mittlerweile mit der Bodenverschmutzung aussieht. Brandrisikokarte. Okay. Wo ist das Brandrisiko? Relativ hoch. Da werden wir dann wahrscheinlich gleich hinbeordert, wenn es um die Feuerbekämpfung geht. Aber das wird wahrscheinlich auch erst dann anfangen, wenn wir die Feuerwehr gebaut haben mit dem Brandrisiko. Kann ich mir vorstellen. Ja, ansonsten... Jetzt, wo wir Wasser haben, kann ich mich endlich duschen. Wir haben doch schon eine ganze Weile Wasser und seit du hier wohnst, haben wir sowieso Wasser. Also du hast dich wahrscheinlich generell nicht so oft gewaschen, wie es mir scheint. Kannst ja jetzt ändern, ne? So, ja, dann geh mal bitte ins Krankenhaus, mein Junge. Moment. Uff, ich fühle mich absolut krank. Dann könntest du ja... Ach, hier ist ja gerade der Krankenwagen unterwegs, nicht wahr? Ist gerade angekommen. Ja, wie sieht's mit den Straßen aus? Ich sehe hier schon mal, dass ein bisschen Betrieb mittlerweile ist, aber verstopft dürften keine sein, oder? Wenn die verstopft sind, sind die, glaube ich, so ein bisschen dunkler. Also hier beispielsweise ist schon mal so eine gelbe Straße oder gelblichere. Das sind die Grünen, die sind noch komplett in Ordnung. Aber, naja, bisher haben wir auch noch nicht so viele Einwohner, deswegen sind die alle noch eher grün. Hier haben wir eine gelbe, aber die wird, glaube ich, auch nur dadurch, dass jetzt hier die Möbelwagen langfahren, so aussehen. Oder ist das der... Nee, ja, das wird nur wegen den Möbelwegen so sein. Und hier oben, ja, halt immer gerade dann, wenn jemand einzieht. Ansonsten werden die sich, glaube ich, auch erstmal beschweren, dass es dann eine Verstopfung gibt in der Stadt. So, ich bin ja schon am Warten darauf, dass wir endlich den Helden hier mal reinholen können. Unseren Superhelden. Ist eine ganz witzige Idee, dass sie das so gemacht haben, dass der für die Polizei hier arbeiten kann. Ich denke mal, es ist ganz lustig, wenn wir den dann mal so ein bisschen verfolgen und schauen, wie der durch die Stadt fegt und die Verbrechen hier bekämpft. Wenn wir dann ab und zu wahrscheinlich mal gucken, was der gute Herr dann so treibt. So, haben wir noch genug Strom? Wo sehen wir das? Wie viel wir brauchen? Mal weg. Wo sehe ich denn, wie viel Strom wir benötigen? Was ist das? Verwaltung. Rathaus-Upgrade verfügbar. Die Bevölkerungszahlen explodieren und das Rathaus ist bereit für ein Upgrade. Okay, gut. Das sieht doch mal gut aus. Rathaus-Upgrade. Was war das? Senkt die Arbeitslosigkeit. Ich frage mich immer, wie ich das machen soll. Ja, es gibt genug Arbeitsplätze. Autsch, ich bin verletzt. Ruft einen Krankenwagen. Ja, genau. Für den Hypochonder. Wow, wow, wow. Was war hier noch? Genug mit der endlosen Superei? Nee, ach, Huperei. Ach. Wir brauchen öffentliche Transportmittel. Das heißt, wir sollten eine Buslinie einstellen. Öffentliche Transportmittel. Busse. Was ist das? Shuttlebus-Depot. Helfen Sie Ihren Sims in der Stadt von A nach B zu kommen. Die Shuttlebusse kommen hier für Sims, der unter
unteren und mittleren Einkommensschicht. Naja, aber solange die Nachfrage noch nicht allzu groß ist, würde ich doch erst mal warten, bis wir die 40.000 erreicht haben. Das dürfte in der nächsten Minute der Fall sein. Und wenn das dann der Fall ist, setzen wir erstmal den Helden ein, was mich schon so ein bisschen reizt. Ja, den werden wir dann, glaube ich, hier irgendwo hinsetzen, wo gerade Platz ist. Und jetzt haben wir genug Geld, um das machen zu können. Maxis Herrenhaus, so. Verletzte retten. Es kostet dann nochmal extra Geld, ja. Popularitätspunkte. Er ist jetzt bei der Arbeit. Wo ist er denn? Würde ihn ja echt gerne sehen, ja. Ach, hier ist er. Ach nee, das ist der Button über dem Haus. Ich dachte, er wäre in dem anderen Haus dort beschäftigt. Ich habe im Trailer zu diesem Pack, Moment, ich würde gerne weiter hier leben, wenn es einen Park gäbe, wenn den man besuchen kann. Okay, bauen wir dir einen Park. Na, haben wir ja gar kein Problem mit. Wo gab's die Parks? Hier hinten waren die Parks. Spielplatz zum Schaukeln. Reicht dir das? Nein. Ich denke mal, wir machen hier gleich einen richtigen Park. Kleines Feld mit Parkplatz. Mittleres Feld mit Parkplatz. Naja, wir müssen es ja nicht gleich übertreiben, oder? Machen wir so einen Park. Großes Feld mit Parkplatz. Ob man das jetzt als Park bezeichnen kann, ist aber auch so eine Sache, ne? So, da müssen wir natürlich jetzt das ganze Ding wieder irgendwo hinsetzen, wo dann kein Mensch eine Anbindung hat. Ob das dann so viel bringt, ist hier die nächste Frage. So, wir müssen jetzt hier wieder mal eine Straße bauen, um den Park bauen zu können. So, da ist auch das Hospiz jetzt langsam vonnöten. Das werden wir dann auch gleich machen. Aber erstmal wird jetzt hier ein Park hingesetzt. Ich will das an diese Straße bauen. Gott, noch eins. Müssen wir jetzt ein bisschen länger machen. So. Und jetzt bitte den Park daran. Nein, immer noch nicht. Mann, Mann. Braucht man ja richtig viel Platz für in diesem Park. Hatten wir nicht schon ein Krankenhaus gebaut, wo ich das jetzt hier aufblicken sehe? Hatten wir doch eigentlich schon getan. Gut, ihr habt jetzt euren Park. Hoffe ich, dass ihr den auch erreichen könnt. Und dass er nicht eine bestimmte Reichweite nur hat. Aber anscheinend haben die sich schon mal darüber gefreut. So, Krankenhaus. Große Probleme im Gesundheitssystem. Es gibt viele Kranke oder verletzte Sims. Sie müssen das Gesundheitssystem, was? Ausweiten, um sie alle behandeln zu können. Okay. Soll heißen, wir müssen das Ding jetzt hier erweitern, ja? Unser Hospiz. Das bearbeiten wir. Und ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Kapazität. Pro Tag versorgte Sims. Hat jetzt der Tag neu angefangen oder warum steht da 0? 0 von 11. Ich glaube eher nicht, dass wir das brauchen, aber egal. Im Notfall ist keine Zeit, Adressen zu lesen. Da hilft nur ein Schild. Bringt, glaube ich, nichts. Die Krankenwagen reagieren auf Notfälle. Patientenzimmerflügel. Bauen wir doch mal an. Da wir ja nicht wirklich wissen, was die jetzt hier so verlangen, bauen wir auch nochmal einen neuen Krankenwagen. Oh. Da muss man jetzt wieder daneben sitzen und ein Haus abreißen. Ah, okay. Alles klar. Zu wenig Simleons. Wie viel kostet denn so ein Teil? 10.000 für einen Krankenwagen mit Überdachung. Naja. Ich meine, es ist noch nicht mal annähernd bei dem Preis, wie es jetzt in Euro wäre, aber egal. Gesundheitsversorgung für Nachbarn verfügbar. Wo gibt's denn das? Die Gesundheitsversorgung für Nachbarn. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier jetzt noch als Problem ausgewiesen wird. Anscheinend haben wir immer noch ein Bevölkerungs- bzw. Arbeitsproblem.
Obwohl ich sagen muss, wenn man das mal so im Vergleich sieht, haben wir ja, naja, so viele sind jetzt auch nicht, aber doch ein eigentlich relativ großes Wohngebiet, was wir jetzt aber nochmal erweitern müssten. So, da wir jetzt aber nur noch wenig Geld haben, würde ich einfach mal sagen, an der Stelle, ich lasse das erstmal so ein bisschen weiterlaufen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir dann endlich unser Arbeitsproblem hoffentlich in den Griff kriegen werden und dann mal schauen, ob wir den Helden in Aktion sehen können. Das wäre so das, was ich mir beim nächsten Mal wünschen würde. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Schutto.